Servus YouTube und Freunde des Landwirtschaftssimulators, herzlich willkommen zurück bei der letzten Mod-Vorstellung der neuen drei Giants-Mods, die auf dem Mod-Hub erschienen sind. Jetzt als Schlusslicht der Fliegel TDK 160 für euch, ein kleiner Zweiachser-Anhänger mit 14.000 Litern Kapazität, also nicht das größte Modell, aber optisch muss ich sagen, boah, da könnte man sich wirklich die Finger lecken. Unter Kipper ist er zu finden mit traumhaftem Bild und Logo. Wie gesagt, der Preis ist wieder relativ günstig. 7.400 Euro für so einen kleinen Anhänger. Okay, geht nicht viel rein, aber ist trotzdem günstig. 11 Euro Unterhaltskosten, Kapazität 14.000 Liter. Standardfrüchte können geladen werden. Unter anderem auch Häckselgut, Silage und Hackschnitzel. Ja, hier ist, wie gesagt, dieser Fliegel. Erstmal gleich die Textur und das Fliegellogo sind sehr hochauflösend. Was mir am allermeisten gefällt gleich, ist dieser schöne... Diese schöne Stahllegierung oder Lackierung in diesem typischen Muster sieht richtig gut aus. Das kann man wirklich so sagen. Auch die sonstigen Warnhinweise und Fliegellogos sind hier sehr hochauflösend. Im Vergleich zu der Amazone Xenius ein Unterschied von Welten. Die Reifen sind auch mal was Neues, sind nicht so besonders, haben jetzt keine Aufdrücke oder so, sehen aber richtig gut aus und passen natürlich perfekt zum Anhänger. Ja, im Heckbereich haben wir natürlich auch die Beleuchtung. Ein weiteres Zugmaul zum Ankoppeln eines weiteren Fliegel-TDK, der diese ganz normale Anhängerkupplung hat. Und hier werden noch ein paar Details wahrscheinlich für die Kabelhydraulikschläuche und so weiter zum Durchführen. Ansonsten hier auch diese Verankerungen zum Aufmachen der Bordwände. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon. Ist nicht so viel. Ja gut, im Heckbereich haben wir noch eine Klappe zum feinen Dosieren des auszukippenden Saatguts. Beziehungsweise des auszukippenden Füllguts. So wäre es eigentlich korrekter. Unten sieht man auch schön rein. Da passt alles. Da ist das Wichtigste vorhanden. Ich muss sagen, es ist mal wieder ein sehr guter Mod von Giants. Das kann man so sagen. Wenn wir hier reingehen, sehen wir dann auch schon ein paar Flecken. Und auch die Bordwände sind leicht dreckig. Aber das sieht alles super aus. Und ich würde sagen, wir füllen mal das ganze Teil auf. Und schauen mal, welche Funktion es bietet. Haha, nicht. Wie ihr die Giants Mods kennt, haben die meistens keine Funktion. Also, die machen das, was sie machen sollen, aber auch nicht mehr. Ja, Reifenstaub ist natürlich auch vorhanden. Schmutzig werden sowieso alle Mods. Und Blinker sind vorhanden, links, rechts. Wenn wir das Licht anschalten, haben wir auch an der Seite diese dünnen, kleinen Leucht-LEDs, die roten, die dann quasi das Ende bzw. die Breite des Fahrzeugs darstellen und markieren sollen. Ansonsten nochmal die ganz normalen Rücklichter und wir haben eine Bremslichtfunktion und auch ein Rückfahrlicht ist ebenso vorhanden. Das finde ich auch super. Also alles da, was man braucht. Ansonsten, wie gesagt, keinerlei andere Funktionen. Schön zu wissen wäre jetzt noch, ob irgendwelche Achsen lenken können. Nein. Wir haben hier keine Lenkachsen, ganz normaler, simpler Anhänger, wie ich ihn schon in der Realität auch schon gesehen habe. Aber mir gefällt der von der Form einfach sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein Hammer-Mod. Und ich werde den hier mal mit Gerste füllen. 14.000 Liter, seht ihr, sind gleich gefüllt. Ja, jetzt hätten wir schon 10.000. Ja, wie man es von Giants kennt, die Fillplane. Geht nicht aufs Maximum, das ist relativ voll, da geht noch was rein. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Mod. Sehr zufrieden. Gefällt mir super, vor allem so ein schöner Fliegelanhänger. Und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass diese Auflösung der Fruchtplane, Fillplane, so richtig gut ist. Das wusste ich gar nicht mal. Jetzt wisst ihr es und wie gesagt, 5 Sterne für diesen geilen Mod von Giants. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, wie ihr die Mods findet. Ich muss sagen, 2 davon sind super. Einer davon muss nicht sein. Und zwar, das ist dann eine Amazone, die Amazone-Spritze, wie gesagt. Aber die anderen 2 Mods sind top und bereichern auf jeden Fall das Spielerlebnis. Das war's von mir. Macht's gut. Tschüss.